Wenn Werder online geht, dann mit unseren schnellen DSL-Produkten. 19:09, ein schneller Punkt. Rückhandtop am Tisch. Dann 11:10 Führung. Wie immer, lange Konzentration vor dem Aufschlag. Schmetterflip in die Vorhand Tokic. 2:1 Satzführung für Lars Hilscher. Im vierten Satz wiederum eine knappe Angelegenheit. Doch diesmal ballt Bojan Tokic die Faust. Es geht in den fünften entscheidenden Satz und hier sieht es erst einmal gut aus für Werder Bremen. 4:1. Lars Hilscher übt viel Druck auf Tokic aus, doch der Abstand verringert sich. Ja! 5:4 und nach dem Seitenwechsel dominiert der Saarbrückener und zwingt Hilscher zu Fehlern. Ja. 3:2 für Bojan Tokic und damit insgesamt 2:0 für den Gast. Es war unheimlich eng, er hat bei 2:1 und 9:9 für mich einen sehr, sehr guten Ball gespielt, sonst hätte ich Matchball gehabt im vierten Satz. Und das sind halt so ein, zwei Bälle, die das Spiel nachher entscheiden. Im fünften habe ich 4:1 geführt, habe dann bei 6:5 einen Fehlaufschlag gemacht, bei 6:5 für ihn. Und da ist er dann weggezogen, hat er auch gute Bälle gespielt. Es war genauso haarscharf. Okay, das war ein schweres Spiel mit Lars. Wir kennen uns gut, wir trainieren zusammen im DDD-Zentrum in Düsseldorf. Und das war, ich will sagen, nur ein bisschen Glück dabei. Nach der Pause bei 0:2 Rückstand treffen aufeinander der Schwede Jens Lundqvist für Bremen und der Portugiese Jauro Monteiro für Saarbrücken. Natürlich ist es mit einem 2:0 im Rücken psychologisch einfacher, befreit aufzuspielen. Monteiro fährt den ersten Satz mit 11:8 ein. Im zweiten Durchgang sieht die Werder-Welt sonniger aus für den Schweden. Vor den Vereinskameraden aus der zweiten bis achten Mannschaft zeigt Lundqvist sein bestes Tischtennis. Begeisternd. Joao Monteiro kämpft auch bei hohem Rückstand weiter. Schließlich ist noch vieles möglich. Doch Lundqvist zieht sein Spiel durch. 11:4 und damit 1:1 Satzausgleich. Wollen die Bremer noch im Spiel bleiben, da muss jetzt etwas kommen. Die Bank unterstützt tatkräftig. Doch nun zeigt sich die taktische Raffinesse des Portugiesen. Mit einstudierten offensiven Topspin-Bällen am Tisch drängt er Lundqvist ab. Aber der Werderaner will dranbleiben und wagt den Angriff. Go! Go! Doch es hilft nichts. Nach 7:10 geht der Satz an Saarbrücken. 1:2 aus Sicht Werder Bremens. Und auch in dieser Phase bekommen die Zuschauer attraktives Tischtennis geboten. Ja! Weltklasse.
Das Ende vom vierten Satz und vom Lied. Aufschlag Lundqvist, der letzte an diesem Sonntag. Der Montero gewinnt mit 11:5 und 3:1. Mit 3:0 gewinnt der erste FC Saarbrücken in der Werderhalle gegen Werder Bremen in einer insgesamt spannenden Partie. Eindeutig war gar nichts. Alle Spiele hart umkämpft. Wir hören die Stimmen der Beteiligten. Eigentlich eher glücklich, dass wir 2:0 geführt haben. Es hätte genauso gut oder eher 2:0 für Bremen sein können. Ich denke, die Schlagzeile kann heute sein, das Spiel der verpassten Chancen. Wir haben gut gespielt, wir haben gut angefangen. Adrian hat 2:0 zurückgelegen, hat im ersten Satz schon 8:3 gewonnen, dann 2:2 ausgeglichen, 9:5 geführt. Ich hatte das Gefühl, dass er der bessere Mann am Tisch ist. Und dann hat Steger seinen Aufschlag ein wenig umgestellt. Er hat gesehen, dass er ein wenig verunsichert noch ist und das Spiel dann verloren. Ja, wir haben die nächsten zwei Spiele richtig gute Chance zu gewinnen. Wir haben im fünften Satz geführt. Wir haben beide verloren. Ich weiß nicht, was ist passiert. In Düsseldorf haben wir auch 4 Matchspiele, aber nicht genutzt. Wir konnten mit vielleicht 3 Siegen in diese Runde stehen und jetzt stehen wir nur mit 1. Ja, es ist klar, jetzt an dem Spiel können wir eigentlich nichts Positives sehen, wobei die Leistung von uns nicht so schlecht war, wie das Ergebnis das aussagt. Also die ersten beiden Spiele waren unheimlich eng, die hätten wir beide gewinnen können. Doch, das war natürlich ein knappes Spiel. Die ersten beiden Spiele, die waren wieder mal auf Messerschneide. Die sind zum Glück gekommen und das hat natürlich unserem João Montero Sicherheit gegeben für sein Einzel. Und ja, wir sind sehr froh. It was very tough match. Bremen has a very good team with 3 very good players. Good atmosphere. And I'm very happy that in the end we could win this strong team. Ja, Ergebnis sagt, das war leicht, aber das ist so ein Spiel, wo kann man 3:0 gewinnen, aber 3:0 verlieren. Und zum Glück haben wir heute gewonnen. Glück, genau das fehlt Werder Bremen noch in dieser Saison. Es hört sich seltsam an. Knapp mit 0:3 verlieren die Grün-Weißen gegen den ersten FC Saarbrücken. Doch weiter geht's. Bis demnächst hier bei Werder Sportline, Ihrem Fachfernsehen für schnelle Rückschlagspiele. Wenn Werder online geht, dann mit unseren schnellen DSL-Produkten.